Jetzt kommt der Passivtausch. Der Passivtausch findet statt auf der Passivseite der Bilanz. Wir machen eine Umschuldung. Kurzfristige Verbindlichkeit von 4.000 Euro wird in eine langfristige Verbindlichkeit umgewandelt. Das heißt, kurzfristige Verbindlichkeiten von 5.000 sinken auf 1.000, ja, um 4.000 weniger. Und bei den langfristigen Verbindlichkeiten sind es statt 2.000 jetzt 4.000 mehr, also 6.000. Ein Passivtausch. Kapital hat seine Daseinsform geändert und in beiden Fällen ist die Summe hier unten, die Bilanzsumme hier unten, völlig unverändert. Unverändert. Auch hier, die Summe ist unverändert. Die Bewegung hat lediglich hier innerhalb des Systems stattgefunden, hat er das System nicht erhöht oder verringert. Die Bewegung hat hier innerhalb des Systems stattgefunden, hat das System nicht verändert. Unverändert, unverändert. Jetzt kommt Aktiv-Passiv-Mehrung, Aktiv-Passiv-Minderung.
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.